Es ist wieder soweit, meine lieben Freunde. Der zweite Vlog ist am Start. Wir fahren nach Köln. Wir schauen den zwei Kelps zu, wie die sich da gegenseitig boxen. Und wir sind auf jeden Fall dabei. Sehr, sehr viele Leute sind in diesem Vlog am Start. Okay, es sind sehr, sehr viele Leute da. Ich denke, es wird doch sehr spannend. Ich werde auch versuchen, den Kampf mit mir und dem guten Rick einzubauen in diesem Vlog. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil ihr wisst, ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe trotzdem, es wird Spaß machen. Darum geht's bei dieser Reise und wir sehen uns auf jeden Fall. Ich küsse eure Herzen. Genießt den Vlog. Peace. Es geht los. Part 2. Ja, meine lieben Friends, und wir sind jetzt schon in Köln. Ich habe diesmal nicht so viel gefilmt, weil eigentlich voll irrelevant und so. Wir haben ein schönes Hotel, ich zeige euch das. Das ist mein Hotel direkt vor der Arena, wo morgen das stattfinden wird. Also perfekt, ich könnte eigentlich den Kampf von hier aus sogar anschauen. Und das ist mein Zimmer. Ich finde es ein schönes Zimmer. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Espresso à la fin im Million. Cappuccino. Chatter, chatter. Spaß. Das war echt cringe. Auf jeden Fall, das ist der Eingang. Das ist hier mein Spa-Bereich. Ich habe sogar hier ein rotes Licht, das irgendwas mit Wärme macht und so. Stark, stark. Mein Handy nehme ich natürlich nicht mit in die Badewanne. Hier ist das Zimmer. Wir sehen uns. Wir schauen, was noch weiter so geht. Ich küsse eure Augen. Schauen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird echt ein geiler Vlog, Alter. Ich freue mich schon drauf. Ohne Scheiß. Ich küsse eure Herzen, Mann. Peace. Okay, wir sind in Köln angekommen, im Hotelzimmer und wir sind sogar gleich live gekommen. Schaut mal, hier ist der Chat. Wir sind gleich live gekommen, um die ganzen Leute am Laufen zu halten. Und wie ihr seht, die Bres sind am Start. Die sind am Start, wir sind live und die sind am Start. Gönnt euch. Yo, was geht ab, meine lieben Friends? Wir sind hier mit Real und den Strich Batzi. Was geht, Mann? Bruder, ich bin maximal überfordert hier, ich sag's dir so, wie es ist. Wir fahren jetzt essen, wir sehen uns auf jeden Fall. Gleich in Dönerladen. Ja, genau, wir machen jetzt so ein bisschen auf RP, mal RP und so. Boah, ich will jetzt so Drift Action und sowas machen, aber. Bruder, scheiß nicht rein, hier gibt's keine Reparaturkasten. Stell dir vor, im Vlog so, wir machen einen Unfall. So. Endlich klickst du hier wenigstens, Bruder, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Dann wäre auch geile Ding so. Das haben wir. Okay, ich muss Schluss machen, ciao. Was machst du denn? Oh, der gibt keine Luft mehr. Ich will jetzt ein bisschen. Oh, Bruder, kennst du den hier? Ja, Mann, ja, gib ihm. Du willst ihn ranziehen? Du musst höher sein, du musst deinen Ellbogen höher. Nein, Bruder, ich breche ihn nicht, wenn ich den noch mache. Bruder, so ist wie immer. Schau mal, Banzi, Alter, wie der da chillt. Nein, der macht mich jetzt zu, der macht auf Coach. Der macht auf Coach, Bruder. Okay. Komm, komm. Ja, gerade jetzt gemacht. Pass auf, Bruder, pass auf. Bitte meinen Arm brechen. Mach so deinen Arm nicht zu. Ich will noch nie was an Arm brechen. Ey. Das war offiziell 2 Kilo. Wir sind hier am Start. In der Lobby. Wasser. Erde. Feuer. Luft. Meine Großmutter erzählte mir oft Geschichten über eine längst vergangene Zeit. Wo haben wir nicht noch ein Stück? Oh nee, Digga. The real. Rot. Oh, Bruder, was ist das für ein Fernglas? Das ist die Technologie, Bruder. Und jetzt schau mal, wie geil das ist. Schau jetzt, jetzt machst du so. Und dann filmst du dich sogar selber. Ach so. Bruder, bist du Skater? Ist geil, ne? Batzi, was sagst du? Was sagst du, Batzi? Ich bin müde, Bruder. Hört mal auf jetzt einmal. Ey, Batzi, wie geht's dir eigentlich heute? Ey, was geht? Steh auf, Stück Scheiße. Bruder, Batzi, komm her. Warte ab, nein, das geht gleich los. Das ist kein Spaß. Ich werde dir so auf die Fresse schlagen. Oh mein Gott, das wird nicht mehr normal sein. Was? Du willst mir am Freitag auch? Okay. Okay. Okay, alles klar. So eine ballern werde ich dir. Okay, okay, ich bin gespannt. Das ist kein Spaß. Nein. Wieso? Ja, die hast du gefickt. Die haben wir gemacht. Ihr habt sie gefickt. Alle auseinandergenommen. Ihr habt sie alle gefickt. Stolz drauf. Ja, Leute.
Bruder, ich sag dir ehrlich. Der ist einfach wie Brunnen. Die ganze Zeit, wir chillen hier. Wir tun das so, als ob dieser Hotel unser Vater gehört. Und diese zwei denken sich bestimmt so, was denken die so? Die denken sich, was für Kann. Wasser. Erde. Das Video soll ja auch noch monetarisierbar sein, oder? Wolltest du etwa Kanaken sagen? Nein, nein, nein. Das ist diese Kali-Kartell-Boss, ne? Ja, genau. Das ist, Kali-Kartell-Abu. Diese, wo immer einfach schießt, ne? Genau, anscheinend. Was sagst du zu diesem Vorwurf, Abu? Ich sag dazu, die Benderos werde ich alle fertig machen. Siehst du, sag ich doch. Da gibt's das nur, aber jetzt kommt ein Bilal. Die Sprache von Erdi. Und jetzt ein Lack. Ey, ich sag dir ehrlich, ne? Ein Bilal Agabe und ein Mr. Bitcoin würde ich schon fühlen im Gespräch. Weil der klingt hart und Bilal ist ein richtiger Huf. Das wär richtig geil, ohne Scheiß. Bruder, weißt du, was geil wäre? Wenn ich nicht gleich kotzen müsste vom Essen. Ja, scheiß mal da drauf, ich versuche das auch zu ignorieren. Ey, sei mal ehrlich, schau mal, ganz kurz, können wir das simulieren? Wärst du dabei oder würdest du sagen, das ist zu cringe? Okay, ein Gespräch zwischen Mr. Bitcoin und Bilal Agabe. Jetzt pass auf, wie das abläuft. Egal, egal. Warte mal, du rufst jetzt an. Okay, ich mach sogar Telefon. Ich mach sogar richtig diese Cringe. Und du gehst ran mit deinem Lakshow. Okay. Du nimmst den, du musst den Telefon, du musst auch in die Hand nehmen. Den Telefon, ich sag, du den Telefon sollst du in die Hand nehmen. Okay, warte. Okay, Bilal Agabe. Bilal Pendejo. Okay. Warte, Bruder, er sitzt vor mir, warum soll ich ihn anrufen? Ja, das wird doch, das ist nur für dieses Ding, Bruder. Das ist okay, warte. Damit wir so ein bisschen ein Ding haben. Du musst rangehen. Ja, warte. Wer ruft mich an? Hola, Pendejo de Mierda. Naxon, wer bist du? Hier ist Mr. Bitcoin. Ich hab gehört, du verkaufst Waffen am Würfelpark, du Stück Scheiße. Ich verkauf Waffen an deine Mutter, du. Du willst den Baum von mir, du Pisser. Du kleiner Pendejo, der Einzige, der meine Mutter beleidigen darf, ist ich, du Stück Scheiße, Mierda. Was willst du jetzt von mir? Wer bist du? Alles klar, ich hol Lokotone, Urbano, und dann komm ich und schlitz deine Kehle auf, Pendejo de Mierda. Komm mit deine Kali, ich schick dich nach Mali, du. Warte mal, woher weißt du, dass ich ein Kali-Kartell-Boss bin? Hast du etwa gemetert? Ey, stark. Oder einfach out of character. Oh, der Pebble! Aber ey, ich schwöre, das Gespräch wäre echt voll geil. Aber ja, der ist so, Bruder. Das ist dein Content, Bruder. Ich weiß. Bruder, jetzt mal ehrlich, Wallah, was ist das, womit du aufnimmst? Bruder, das ist krass. Das ist die beste eigentlich. Nein, das ist die beste. Wie heißt die so? Bruder, aber weißt du, was für eine gute. Das ist chillig. Weißt du, was für eine gute Tonqualität? Das ist fast wie Schuhe SM7, Bruder. Ja, Tamar, wenn wie Schuhe SM7 wieder. Guck mal, jetzt will ich ihn hochnehmen jetzt. Wann legst du den Block hoch? Keine Ahnung. Genau, Bruder. Ich mach das gleich direkt über Google Drive und mein Kater lädt das morgen hoch. Deswegen das Ding ist gut, iPhone. Kannst du ja machen. Ich hab's ja nicht eilig. Ich hab keinen Stress mit E-Geld. Ja. Touch. Oh, das ist Touch sogar. Meinst du, Bruder, da waren jeden Fall. Das hat Touch, Bruder Edis? Ja, ist Touch. Die hat Touch? Sag doch, das ist geil. Also die ist... Ja, laut Touch. Also Touch ist ja wohl nichts mehr Besonderes. Ja, tut mir oder leid. Oder die hat Touch? Nein, Mann. Ja, doch.